Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 8. Juni 2018. Bevor ich beginne, die einzelnen Tierkreiszeichen zu beschreiben, welche Einflüsse kommen von Sonne, Mond und Sterne, möchte ich etwas erwähnen. Ich betone immer wieder, wie wichtig das ist, unseren Wünschen, unseren Träumen und Sehnsüchten. Und das beschreibe ich auch in meinen Schicksalstagen. Und es nähert sich die Sommersonnenwende und es soll eine Wende sein in unserem Leben. Und diesem Tag am 21. Juni plane ich ein Wunscherfüllungsritual. Erstmal beginne ich mit Loslassen, Trennen von Altlast, von Erinnerungen. Und dann, wie eine Befreiung, begebe ich auf diesem Wunscherfüllungsritual. Sie sind herzlich willkommen. Alles ist kostenlos. Und Sie haben auch keinerlei Verpflichtungen. Wichtig ist, dass Sie ein E-Mail schreiben und teilen Sie mit Ihren Wünschen. Und das nehme ich alles auf. Und jede E-Mail beantworte ich, weil alle Wunsch ist individuell. Und dann gebe ich einen Hinweis, worauf Sie achten sollen und welchem Moment das alles beginnt, also die Zeitpunkt. Und somit sind wir dann energetisch verbunden. Sie können sich anmelden auf diesem Wunscherfüllungsritual per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com, aber bitte dazu schreiben Wunscherfüllung oder Sommersonnenwende und ich werde dann diese E-Mails vorher noch beantworten und dann so sind wir in Verbindung und sind Sie ein Teil auf diesem Wunscherfüllungsritual bei Sommersonnenwende, dass das endlich eine Wende kommt im Leben. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen ein Aufstieg. Bedeutet auch die Suche nach Licht, nach Wahrheit, nach Klarheit, nach Orientierung. Aber nicht nur das, sondern auch sehen und gesehen werden, die Bedürfnis wahrgenommen werden, die Bedürfnis etwas zum Klären. Und es war auch ein klärendes Gespräch da. Oder ein wichtiger Termin. Dieses Thema, etwas zum Klären, ist zurzeit sehr wichtig und es hat nicht aufgehört, sondern es sind weitere Kontakte da. Und da werden die Zwillingsgeborenen Entscheidungen treffen, auch neu orientieren. Sie werden sich trennen. Welche Informationen sind wichtig? Oder welche Kontakte sind wichtig und wovon sollen Sie verabschieden? Es ist möglich, dass auch Kontakte da ist, was für die Zwillingsgeborenen eher enttäuschend ist. Und da kommen die Gedanken davon, verabschieden, das zum Trennen oder etwas kündigen, einen Vertrag kündigen zum Beispiel. Und da trennen Sie sich, dass die Zwillingsgeborenen zurzeit und so orientieren sich neu. In die Liebepartnerschaft kommt etwas im Fluss, es sind auch familiäre Verbindungen wieder da und da klärt sich auch etwas auf. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema die Liebepartnerschaft und die Krebsgeborenen haben auch gute Einflüsse. Aber
auch die Zweifel daran. Das heißt, eigentlich ist alles im Fluss. Aber wenn die Krebsgeborenen Angst haben von dieser Beziehung oder fangen sie an zum Zweifeln daran oder kommen alte Erinnerungen hoch und sie verlieren die Vertrauen, dann entsteht eine innere Unsicherheit. Und es ist wichtig, darauf achten, diese Unsicherheit überwinden oder die innere Ruhe zu bewahren und nicht unüberlegt zurückziehen, sondern zulassen, dass diese Liebe, diese Energie wirklich fließt. Auch wenn die Bestätigung nicht sofort kommt, trotzdem ist eine schöne, fließende Liebesenergie immer noch. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch die karmischen Themen und sie orientieren neu und sie suchen eine neue Aufgabe oder einen neuen Platz in ihrem Leben oder neue Kontakte. Neuigkeiten sind zum Erwarten, aber das wird immer klarer und immer deutlicher. Und die Löwengeborenen haben auch die Bedürfnis, etwas klären oder wahrgenommen werden. Aber nicht nur, dass dieser Erfolg ist wichtig, sondern auch die Basis, die Sicherheit, die Stabilität, die Fundament. Und wenn das stimmt, dann haben die Löwengeborenen Kraft und Mut. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist es gerade nicht einfach, etwas klären oder einen Termin ausmachen oder ein klärendes Gespräch zu führen. Entweder kommt keine Antwort oder die andere hört gar nicht zu oder sind Missverständnisse, andere hat eine andere Meinung. Lieber warten für eine bessere Zeitpunkt, eine bessere Zeitqualität. Auch kein Vertrag unterschrieben, wenn das möglich ist. Wo die Jungfraugeborenen Glück haben, das sind ihre Ideen, aber das soll das eigene Idee sein. Also wichtig ist, dass andere da sich nicht einmischen. Und die Liebepartnerschaft, das ist auch eine gute fließende Energie, da in diesem Bereich haben die Jungfraugeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen klärt sich etwas auf. Sie starten etwas Neues, werden klare Entscheidungen treffen. Sie können auch andere überzeugen von ihren Ideen. Sie haben Kraft und Mut. In der Liebepartnerschaft fühlen sich etwas unsicher und was gerade wichtig ist, im inneren Gleichgewicht bleiben. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bekommen mehr Rechte und auch mehr Glück gerade in die Liebepartnerschaft. Es ist auch möglich bei den Skorpiongeborenen, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder ein Thema wiederholt sich, was man schon erlebt hat in Vergangenheit. Und da klärt sich etwas auf. Bei den Gesprächen bitte nicht unsicher sein, sondern wirklich die Kontakt aufbauen, direkt auf anderen zugehen oder etwas klären. Und so kommt die Klarheit, weil die Bedürfnis, etwas zu klären, dieses Bedürfnis haben die Skorpiongeborenen gerade. Im Arbeitsplatz fühlen sie sich beengt oder sie bekommen zurzeit wenig Anerkennung. Viele Skorpiongeborenen suchen eine Lösung oder versuchen beruflich neu orientieren. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, kontaktieren, nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt oder dieser Termin oder dieser Vertrag, sondern eine Brücke bauen und die Kontakt wieder aufnehmen und diesen Kontakt aufpflegen, weil es jemand da, wo wartet auf eine Nachricht. Und so kommt das alles im Gleichgewicht. In die Liebepartnerschaft, obwohl das ein sehr wichtiges Thema ist bei den Schützengeborenen, entsteht eine gewisse Unsicherheit und Entscheidungsschwierigkeiten. Die Schützengeborenen haben gerade Kraft und Mut, etwas Neues starten und sie können ihren Ideen gerade im Tat umsetzen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen
ganz, ganz speziell. Die Steinbock-Geborenen befinden sich gerade ein Prozess. Es ist nicht nur die Saturn-Einfluss, was ordnet gerade etwas im Leben, sondern auch die Lilith-Energie und eine rückläufige Pluto zeigt auch etwas. Die Vergangenheit aufräumen, all das, was bedrückt, davon verabschieden. Dann auch die Wünsche, Sehnsüchte auch bewusst wahrnehmen. Auch wenn die Steinbockgeborenen kein großer Träumer sind, trotzdem hilft es, das zu beachten. Weil ein Traum kann auch wahr werden und die Steinbockgeborenen haben diese Kraft und diese Macht, das auch in Realität umsetzen. Und es ist nicht nur heute diese Energie, sondern das bleibt auch noch eine Weile und so wird das Schicksal verändert und damit mit diesen Veränderungen können die Steinbockgeborenen rechnen und dabei werden sie auch vieles Neues entdecken und lernen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen klärt sich etwas auf. Es sind wichtige Termine, wichtige Gespräche. In der Liebepartnerschaft fühlen sich etwas unsicher, aber sie haben tolle Ideen, das im Tat umsetzen und es ist schon beruflicher Erfolg und eine Reise oder ein Besuch von Ausland oder Auslandskontakte hat gerade auch eine Bedeutung bei die Wassermann geboren und natürlich die karmischen Themen Vergangenheit, alte Karma, alte karmischen Erinnerungen oder Begegnungen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig auf die Gespräche achten. Wenn Verletzungen da sind, nicht allzu persönlich nehmen, aber auch feinfühlig sein, also nicht unüberlegt etwas sagen, weil es kann passieren, dass der andere fühlt sich verletzt und das führt zu Missverständnissen oder vielleicht zum Streit, kann auch bedeuten, dass der Kontakt abgebrochen wird, also feinfühlig handeln, was die Kommunikation betrifft. In die Liebe Partnerschaft ist eine fließende, schöne Energie und das sollen die Fischengeborenen auch vertrauen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kränkt etwas oder ist das eine Krankheit oder Gesundheitsbereich als Beruf, Berufung, das sind die Themen und es ist wichtig, nicht krank fühlen, sondern eine Heilung. Wir brauchen gerade eine Lösung auf die Probleme, all das, was uns kränkt oder die Heilung bei Gesundheitszustand oder wenn das die Berufung ist, da aktiv werden und etwas in Bewegung setzen, im Beruf, Berufung leben als Heiler, Heilpraktiker, Arzt, wie auch immer. Das trifft nicht alle einzelnen Wiedergeborenen, nicht jeder wird jetzt auf einmal Heiler sein, aber viele haben diese Interesse, dann sollen sie auch aktiv sein und nicht keine Angst davon haben, sondern das als Beruf, als Ziel setzen, als Berufung und da aktiv sein, informieren, weil das ist gerade die Energie, Heilung und viele Wiedergeborenen spricht das auch an. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben das Bedürfnis, es bewegt sich nichts voran, obwohl Uranus natürlich der Planet für unerwartete Ereignisse sorgt und auch Veränderungen. Also das ist vieles, kommt dann in Bewegung. Momentan geht nichts voran, mindestens mal so fühlen sie sich die Stiergeborenen, das läuft nicht nach ihren Wünschen, aber diese Zeit ist auch wertvoll, dieser Rückzug, diese Ruhe, auch das mal genießen und das gibt auch Kraft und Kraft brauchen gerade die Wiedergeborenen. Natürlich Thema Uranus Bewegung in Tierkreiszeichen Stier kommt überall gerade und oft wird dann auch erwähnt, welche Umbrüche da kommen und ich weiß das von Beratungen auch, dass es einige Stiergeborenen haben Angst davon. Und ich als Wiedergeboren kann ich berichten, weil ich habe die Uranus-Einfluss in die vergangenen Jahren erlebt. Tatsächlich hat mein Leben grundsätzlich verändert.
Das waren wirklich schicksalhafte Veränderungen. Einiges kam plötzlich unerwartet, aber ich kann nur mit Glück berichten. Also Uranus, die Uranus-Einfluss hat in mein Leben so viel Glück gebracht. Die einzige, was ich immer verspürt habe, wenn etwas passierte in Welt, wie zum Beispiel die Terroranschläge. Also ich habe das vorher schon gespürt, diese Unruhe, ich wusste nicht, woher das kommt, aber dann hat sich das bestätigt, dass irgendwas passierte. Also da habe ich während die Uranus-Einfluss sehr empfindlich reagiert. Damit möchte ich für die Stiergeborenen vermitteln, die Uranus-Einfluss kann auch sehr schöne Ereignisse bewirken, also kein Angst von diesem Uranus-Bewegung, was gerade in Tierkreiszeichen Stier ist und noch in die kommenden Jahren stehen die Stiergeborenen unter Uranus-Einfluss. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.